und Josef Steinschleuder. Und ich meine das wirklich aus tiefstem Herzen, dass das ein fulminantes Battle war. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe bei diesem Battle, ne? Wie gut kennt ihr euch eigentlich? Also seid ihr irgendwie so befreundet? Würdest du es sagen, ihr seid befreundet? Nee. Boah, oh. So eine Art. Ah, nein, das meine ich nicht. Alles gut. Nee, wir sind halt auf Facebook Freunde, ne? Ja. Also nicht befreundet. Nee, genau. Bekannt. Nice. Nee, weil es ging so viel. Ja, es wird sehr viel stottern, aber ich schaue es jetzt trotzdem auf die Art und Weise an. Viel darum so, ich wollte mit dir ein Bier trinken gehen. Ja, ich habe mir ab und zu mal halt Props gegeben, ne, wenn ich ein Battle cool fand. Und ja, ich glaube in Hamburg, ne, da habe ich dich auch damals wegen Gästeliste gefragt. Und genau, und dann meinte ich so, halt so aus Dank so halt, ja, können wir vielleicht ein Bierchen trinken oder so. Dazu ist es nie gekommen. War auch nicht, weil ich keinen Bock hatte. Ich habe so den Kopf geschüttelt, nicht weil wir, also weil ich ihn nicht mag oder so, sondern weil wir es ja wirklich nicht kennen kaum oder wir haben nicht so viel geredet. Ja, halt wirklich nur so Facebook-Freunde sind wir. Also ich ahne deinen Grind, so ich sehe das alles so. Daher aber so persönlich nicht. Ja, weil es war so deep. Also es ging so tief, ne? Also ich finde das aber auch von euch beiden so, ne? Ich meine, du hast ja eh diese analytische Art so. Aber auch von dir auf deine Weise so, ne? Und da habe ich so gedacht, okay, hängen die eigentlich so privat und es ist gerade so völlig personal. Du warst auch echt mies in seinem Face, ne? Du warst ja eigentlich die ganze Zeit, was war das? Was war das Face-Game, was du mit ihm hier getrieben hast? Nichts Besonderes. Oder? Machst du es immer? Machst du es bei jedem beide? Schon. Das hast du früher nicht gemacht. Doch. Nee, nicht sagen so. Die Leute doch auch immer, dass ich gucke wie so ein Doofi, weil ich dann immer so da stehe. Also es ist quasi an sich deine psychologische Taktik quasi. Leute, mehr Abstand. Dein Gegner so ein bisschen in die Augen zu gucken halt, ne? Zumindest jetzt beim Interview. So viel Abstand. Also es ist auf jeden Fall gegen jede Kurve. Juse ist halt auch so, hat 5 Jahre lang keine Battles mehr mitbekommen. Oh, ist halt Battle, soll doch atmosphärisch sein, oder nicht? Nein, ich fand es auch okay. Du bist sehr, also sozusagen, du hast das jetzt zum ersten Mal abgekriegt, den Indoor-Stand. Jolle hat mich schon mal sehr, ich weiß noch ganz genau, Jolle kam auf einmal auf mich und ich dachte so, fucking Jolle, Alter, was ist denn jetzt von mir? So, ich bin bereit, ich kenne Leute, wenn sie mir so richtig in der Hand ran schauen. Also du kennst quasi diese Taktik, weil ich habe so gedacht, eigentlich... Nein, er kennt es aus dem Theaterspielen und irgendwelchen Übungen dabei. Könnte das ganz gut funktionieren. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so gegen jemand battle und... Ja, das kann passieren, ja. Also mich hat das schon rausgebracht in meinem Leben. Aber quasi du konntest jetzt dann davon profitieren, dass du jetzt schon genug Battles hast, dass du gesagt hast, okay, soll er machen. Ne? Ja, dann muss halt Vorbereitung. Also du musst halt so vorbereitet sein, dass selbst wenn dir jemand... ins Gesicht schlägt, dass du dann immer noch... also ich muss auf jeden Fall so vorbereitet sein. Ja. Das heißt, die andere. Ich fand's sehr interessant. Eine ganz, ganz große Vorwurflinie, die er dir gemacht hat, ne, war ja, dass er dir gesagt hat, du hast dich verändert. Ne? Wo ich mir so denke, das ist jetzt eigentlich per se ja kein Vorwurf. So, ne? Aber er hat ein ganzes, sozusagen ein ganzes Ding irgendwie so draus gemacht, dass du quasi zwei verschiedene Lives lebst. Also erste Frage, hast du dich verändert? Würdest du das von dir selber auch sagen? Ich würde sagen, jeder Mensch verändert sich im Laufe seines Lebens. Ne? Also. Otto Schilly hat mal gesagt, nur Idioten verändern sich nicht. Womöglich das, Otto Schilly. Also, das ist halt das so, wie ich das auch aus dem Bekanntenkreis mitnehme. Ne? Man wird halt irgendwann älter so und dann gelangt man ja auch zu anderen Ansichten. Ja. Und man schaut Battles von Lee Wan. Also würdest du sogar sagen, dass du sagst, also... Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Interview gemacht habe, haben wir wahrscheinlich vor 3 Jahren gemacht oder so, wir beide jetzt. Ne? Würdest du sagen, dass du deine alten Battles, so wie er das dir auch ein bisschen vorgeworfen hat, würdest du heute nicht nur nicht mehr so machen, sondern sind die auch ein bisschen unangenehm? Unangenehm nicht direkt, weil ich sagen würde, das hat ja auch immer, das ist ja auch eine Frage des Zeitgeists, ne? Also das ist ja immer in so einem gewissen Kontext irgendwo zu sehen. Und ich finde jetzt, gemessen an dem Zeitgeist habe ich mich jetzt nicht absolut eklig hervorgetan. Es ist ja so, dass ich heute darauf gucke und sage, okay, heute würde ich gewisse Lines auf jeden Fall nicht mehr bringen. Es ist ja auch nicht so, dass meine kompletten alten Battles nur aus sowas bestanden. Ne? Aber es gibt gewisse Sachen, die würde ich auf jeden Fall nicht mehr bringen. Ist ja an sich auch nichts, was du... Oh, er hat es mit Zeitgeist begründet. Einerseits ehrlich, andererseits... Halt, ja, eine ehrliche Entschuldigung, aber auch eine weake Entschuldigung. Aber ja, eigentlich ganz, ganz sympathisch ehrlich, weil man muss sich da vielleicht nicht immer so selbst heroisieren und sagen, boah, ich war schon immer ganz anders oder crazy und bla. Außer ich. Eigentlich so, ne? Das ist auch nicht der Vorwurf gewesen, dass er sich verändert hat. Also ich will...
Ja, ich will jetzt nicht erklären, was ich eigentlich gesagt habe. Nee, nee, es ist immer schwierig. Wenn bei allen angekommen ist, dass der Vorwurf war... Nein, ich glaube nicht, dass das angekommen ist. Mir ging es eher so ein bisschen darum, dass ich so gesagt habe, du hast sehr viel Zeit darauf verwendet, sozusagen seinen politischen Wandel und seinen menschlichen Wandel sozusagen so zu thematisieren. Ja, und, aber du hast ja schon gesagt, du möchtest das sozusagen nicht erklären. Interessant fand ich aber, ist, du hast in der ersten Line ihm gleich etwas vorgeworfen. Und jetzt tue ich leider ein bisschen den Finger in die Wunde. Und zwar, du bist ja bekannt dafür, dass du deine Battles nicht beendest. So, ne? Also, dass du schon in einigen wichtigen Battles... Das nicht so. Exakt zwei. Von ja, 13 aber, ist weniger als ein Endchen. Nein, nein, aber es kommt ja, ich meine, es kommt ja immer, glaube ich, drauf ja, an, klar, wie du so sozusagen outstartest. Und dann ist es aber jetzt dir passiert. Ja, musste dann ausgerechnet in diesem Battle passieren. Ist das dann so die Aura, dass man sagt, das Schlimmste wäre ja choken? Kann sein, dass es so eine selbsterfüllende Prophezeiung war. Und dann hat's. Ja, ich hätte in der dritten dann auch irgendwo später an einem anderen Punkt weitermachen können, aber das hat halt alles zusammengehört, das wäre nicht mehr gekommen, darauf hatte ich auch überhaupt keinen Bock. Und das merkt man dann ja auch, wenn man dann noch sich versucht, da die letzten Lines zu erzwingen und so. Wenn ich da nicht irgendwie 2 Minuten so halb gar irgendeinen Scheiß kicken, dann mache ich halt, ja, Flop. Aber wäre da irgendwie noch ein Angle drin gewesen, wo du sagst, fuck, hätte ich den Angle jetzt noch gehabt? Ob ich damit gewonnen hätte, weiß ich nicht. So, ne? Darum geht es mir auch gar nicht. Ich bin in erster Linie halt übelst unzufrieden, weil ich überhaupt diesen Choke hatte. Ne? So, Niederlage oder Gewinn ist dann am Ende was anderes. So, wenn man abgeliefert hat, hat man abgeliefert. Da waren in der dritten waren auf jeden Fall noch ein paar schöne Angles, würde ich sagen. Und um die ist es wirklich schade, dass ich die nicht mehr bringen konnte. Aber naja, was wollen wir machen? Was ich mich bei dir frage, ist, du hast dich ja schon öfters mal da hervorgetan. Kannst du jetzt bringen im Interview? Bringen sie doch einfach jetzt. Sozusagen den Leuten so ein bisschen, ich nenne es mal so küchenpsychologisch auch, sie so aufzuschlüsseln und zu sagen, was eigentlich so ihre Probleme somewhere deep down sind. Ist es nicht eigentlich ermüdend für dich, sozusagen in einer Szene dich zu bewegen, in der das ja immer noch, also wir haben auch heute das wieder, das zum Standardrepertoire gehört. Also man kann rein theoretisch dich immer noch ficken, indem man deine Mutter fickt. Ja. So, ne? Also ist das nicht irgendwie ermüdend? Fühlst du dich wie auf so einer einsamen Insel oder... Ist das genau das? Ja, aber er macht das doch auch. Das ist ja müde, weil alle anderen immer noch das andere. Ja, weil du sozusagen, irgendwann kriegst du ja einen Activist Burnout. Also es bleibt ja irgendwie so. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie ich die. Also ich sage erstmal was dazu und dann also weiß wie ich, fühlst du dich in dieser Szene mit diesem Ansatz zu sagen, hey, ich gehe jetzt einfach mal auf ein Thema wie einfach Wokeness per se. Du bist nicht der Einzige, das macht. Mikesh macht es auch, ne? Aber also ich glaube nicht, also früher habe ich das gemacht, also klar gibt es Battles, wo ich das gemacht habe. Psychologische Analysen der Person und was reininterpretieren, irgendwie einen Reach machen, sich vorzustellen. Ich weiß nicht, ob ich jemals so pathetische Lines gemacht habe, wie du zeigst nicht dein wahres Gesicht und so, das weiß ich nicht, aber, also no front and irgendwie, also, ne. Aber ich... Hä? Du zeigst nicht dein wahres Gesicht, genau das hast du doch gemacht. Also auch ich glaube, das nicht mehr zu machen, Psychologie der Gegner zu erraten. Also ich versuche nicht mehr darüber zu reden, wie jemand sich fühlt. Und ich habe auch nicht gesagt, soweit ich weiß, wie er sich fühlt. Aber dass ich auf ein Thema eingehe und ich versuche... Nicht wie er sich fühlt, sondern was er macht wegen seiner Psyche. Das ist doch auch schon Psychologie. Du würdest doch nicht bloß psychologische Thesen in den Raum werfen, wenn du darüber redest, wie er sich fühlt. Ich versuche eigentlich bei dem zu bleiben, was er gesagt hat. Ich glaube, das ist, was ich mache. Ich versuche wirklich bei dem zu bleiben, dass ich halt nicht Indoor Stan schaue, okay, Indoor Stan im Battle, sondern ganz konkret, Indoor Stan hat das und das auf Facebook gesagt und wenn es so spezifisch ist, ist es so spezifisch und ich bleibe an dem und ich versuche davon nicht auf irgendwelche psychischen Sachen zu schließen. Es wäre ja eigentlich ein probates Mittel. Also ich meine, das älteste Mittel im Battle ist unfair sein, Lügen erzählen und also auf dieses Mittel willst du nicht zugreifen? Man merkt es halt. Man merkt halt, also mittlerweile haben Leute genug Battles geschaut, um das zu merken, was halt fake ist und die Leute merken, wenn du halt entweder zu weit weg gehst, dann ist der Gegner so, wovon redest du? Oder wenn du halt auf wirklich einer kleinen Sache, ich habe vorhin, da war so ein Dude, der war zum ersten Mal bei einem Battle und wir haben auch darüber geredet und ich habe ihm so gesagt, dass so der klassische Fall davon ist, einer sagt irgendwie, oder nicht der klassische, einer sagt irgendwie einmal, meine Mutter, ja, fick die doch so und du baust darauf auf, du liebst deine Mutter nicht, deine Mutter hat dich ausgepresst und du liebst sie nicht und so und das habe ich halt ihm gesagt, das ist ein Beispiel für aus einer kleinen Sache sowas riesiges und das versuche ich nicht zu machen. Das klingt für mich jetzt so, wenn du es mir jetzt so erklärst, dass ich so denke, du bist schon jemand, der eigentlich vorhat, Battle Rap zu verändern, weil du kritisierst ja gerade viele Sachen, die es gibt. Mir ist es Latte. Also ich
Mir ist egal. Du wirst gewinnen. Nein! Oh, oh, geil. Geil. Wie er halt so ins Messer läuft, dieser Josef. Mir ist das Latte. Nö, ich will nicht ändern. Nö, ich habe eigentlich gar keine Kritik. Oh, Leute. Leute, die im Battle so eine riesen Klappe haben und dann aber im Interview nicht dazu stehen. So, bei Mikesh war es ja auch schon im Title Match, dass er dann danach gesagt hat, nein, ich bin ja gar kein Feminist. In dem Sinne, apropos Feminismus, ich muss weg und mich um etwas Wichtiges kümmern. Aber ja, ich schaue das nachher noch zu Ende.